Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Vorab eine Warnung: In diesem Video gibt es echt scharfe Sachen zu sehen und manche Szene ist wirklich nichts für schwache Nerven. Also Ansehen auf eigene Gefahr. Nach meinem Video Meine perfekte Urlaubsuhr wurde ich persönlich immer wieder gefragt, was für eine Reisebox ich denn da habe. Nun ja, hier möchte ich sie euch vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Pillycase mit einem selbstgemachten Innenleben. Die Box sollte günstig, funktional und sicher sein. Nun, was brauchen wir dafür? Zum einen brauchen wir Rohrisolierung aus dem Baumarkt. Die Rohrisolierung aus dem Baumarkt kostet nur wenige Euro und kann nach Belieben auf Länge je nach Tiefe der Box zugeschnitten werden. Ich habe einfach ein Uhrenkissen mitgenommen, um zu schauen, welche Rohrisolierung für meine Zwecke am besten geeignet ist. Als Box benutze ich das Pillycase 1150. Aus dem Pillycase benutze ich den Schaumstoff vom Boden. Den könnt ihr hier sehen. Sowie den Schaumstoff im Deckel, den ich festgeklebt habe, damit er mir beim Öffnen der Box nicht in die Box fällt. Die Idee ist, die Rohrisolierung so zurechtzuschneiden, dass ich 4 Aufnahmeplätze für Uhren in der Box erzeugen kann. Da die Uhren ein klein wenig tiefer sitzen sollen als der Rand der Box, messe ich die Box aus. In diesem Fall ist die Tiefe ungefähr 7 cm und werde die Rohrisolierung auf 6,5 cm schneiden, damit die Uhren ein klein wenig tiefer in der Box sitzen. Leute, ich sag's euch, mein Messer ist wirklich scharf und nicht alles, was ihr jetzt seht, sollt ihr so nachmachen. Es wäre vielleicht günstig gewesen, das Messer zur Seite zu legen und nicht mit diesem Riesenteil in der Hand rumzuhantieren. Ich habe es verletzungsfrei überstanden. Aber das ist eher der Or-Not-Teil und weniger der How-To-Teil dieses Videos. Also bitte nicht nachmachen, sondern zur Seite legen, markieren, Messer neu nehmen und dann sauber schneiden. Ansonsten besteht die Gefahr, sich furchtbar zu verletzen. Ich hoffe, dass ihr das so nicht nachmacht. So, wenn ihr dann 4 passende Ringe geschnitten habt, dann setzt ihr sie probeweise in die Box ein, um schon mal zu schauen, wie es später aussehen soll. Das ist die Grundidee. Aber damit die Box auch wirklich reisefertig ist und auch reisesicher ist, möchte ich die Ringe in der Box verkleben, damit die Uhren sicher sind, sowohl beim Einsetzen als auch beim Rausnehmen. Das Mittel meiner Wahl hier ist doppelseitiges Klebeband. Jetzt kommt wieder der Teil, nicht nachmachen, nehmt eine Schere, macht es anders. Das ist ein WatchMaxe-Spezial und führt im schlimmsten Fall zum Verlust des Fingers und nicht zum Erstellen eines guten Uhrenkastens. Also Leute, macht diesen Teil bitte anders. Die Aufnahmen für die Uhren werden sowohl außen am Gehäusekasten verklebt, als auch später in der Mitte gegeneinander. Somit können die Aufnahmen weder verrutschen noch rausfallen. Das ist ein kleines bisschen eine friemelige Arbeit, weil man die Ringe in Form drücken muss. Aber es geht ganz gut, denn das Material der Rohrisolierung ist vergleichsweise weich und lässt sich gut in Form drücken. So Leute, auch hier noch einmal der Hinweis: Benutzt das Messer anders, als ich es tue. Ich habe mich nicht geschnitten, das war auch Absicht, aber wenn ich diese Bilder sehe, war es wohl eher Zufall, dass tatsächlich nichts passiert ist. Man kann auch eine Schere nehmen. So, wenn die beiden äußeren Ringe eingesetzt und mit der äußeren Wand der Box verklebt sind, kommt der etwas fummelige Teil. Dann werden die beiden Ringe mit doppelseitigem Klebeband gegeneinander fixiert. So, doppelseitiges Klebeband
Messer, ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte, man kann auch eine Schere und so weiter. Ihr habt es schon gehört. Um das doppelseitige Klebeband zwischen die beiden Ringe zu setzen, muss man diese ein wenig auseinanderdrücken. Bei mir hat es im ersten Anlauf funktioniert. Das ist nicht schwer und ich bin wirklich ein Grobmotoriker, was diese Sachen betrifft. Ja, das war es im Wesentlichen schon. Wenn alle vier Ringe eingesetzt sind, mit der Außenwand verklebt und in der Mitte gegeneinander verklebt, ist die Box eigentlich fertig. So, jetzt noch der letzte Schritt, die beiden Ringe gegeneinander und dann bleibt eigentlich bloß noch übrig, stolz zu sein, die Box mit Kissen und Uhren zu befüllen. So, die Box steht soweit, rote Kissen rein, ich finde die passen sehr gut und sowohl kleine als auch große Uhren finden einen perfekten Halt. Die 556 von Sinn passt sehr gut rein, aber auch Uhren bis 45 oder 46 mm lassen sich gut verstauen und wackeln beim Transport nicht. Ein Nachtrag von mir. Wer keine Kissen hat oder das Geld sparen möchte, kann von der Rohrisolation einen kleinen Streifen schneiden und den als Aufnahmespange benutzen. Funktioniert hervorragend und kostet kein extra Geld. Ja, wer beim Pelicase ein klein wenig schaut, im Baumarkt günstige Rohrisolierung kauft und den Nachbarn anpumpt wegen des doppelseitigen Klebebandes, hat für ungefähr 40 Euro ein sehr stabiles Reisecase. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, vielleicht auch über ein Abo oder einen Kommentar unter dem Video. Bis zum nächsten Mal, euer Watchmaxe.